Die deutschen Kämpfer haben in Seoul 4 Bronzemedaillen holen können. Sonny Seidel und Ute Güster bei den Damen, Markus Wotznicki und Michael Arndt bei den Herren. Mich reizt an diesem Sport erstmal, dass man also alles benötigt. Das heißt, man braucht Konditionen, man muss sehr gelenkig sein, man braucht Kraft, Schnellkraft, Mut, um halt Gegner gegen Gegner dazustehen und sich zu stellen im Kampf. Und es gibt eben wahnsinnig viele Variationen, diese Tritte am Partner anzubringen oder am Gegner besser gesagt. Und das ist eigentlich das, was mich an diesem Sport sehr reizt. Volle Konzentration, Körperbeherrschung und technische Perfektion sind Grundvoraussetzungen. Die koreanischen Kinder waren von der Demonstration begeistert. Der Markus zeigt jetzt mal den am meistgetretenen Tritt bei uns. Das ist der sogenannte Spanntritt auf die Weste. Ja. Mit dem werden eigentlich die meisten Punkte geholt, weil das der schnellste Tritt ist, der auch in allen Variationen getreten werden kann. Das nächste ist dann der schwierigste Tritt überhaupt, das ist der Fersendrehschlag, das ist der sogenannte Pandetolio-Chagi. Das ist unsere schwierigste Technik eigentlich. Auch ein Drehschlag zum Kopf. Vor allem fachkundig waren die kleinen Koreaner und nur zur Demonstration wird hier ohne Schutzhelm gekämpft. Normalerweise ist Taekwondo ein Vollkontaktsport, der aber wegen der strengen Regeln lange nicht so gefährlich ist, wie er aussieht. Oh,